Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Wir bauen die 111. Folge. Okay, lasst uns loslegen. Ich möchte mir eigentlich jetzt mal die Bedürfnisse anschauen der Insassen und es ist ein Wahnsinn. Wie bekomme ich die Erholung hoch? Hygiene ist am Senkel. Muss ich euch jetzt wirklich sagen, dass ihr in eurer Freizeit duschen gehen sollt? Soll ich wirklich jetzt eine Freizeit abzwicken zum Duschen? Glaube ich wohl nicht, oder? Was haben wir denn gerade? Arbeit? Das verstehe ich nicht. Achso. Blase lernen, Dame lernen, Nahrung, Kleidung, Alphabetisierung. Also wir werden schlechter und schlechter, desto länger das hier dauert. Das ist echt nicht zum Fassen. So, wie sieht sie jetzt aus mit unserem Aufenthaltsraum bzw. mit unserer Kirche? Wird die dann demnächst jetzt auch mal fertig? Jawohl. Da haben wir es. Jetzt ziehen wir jetzt noch eine Wand durch. Eine schöne Ziegelwand, dann machen wir den einen Raum ein bisschen größer. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Räume. Wie hieß denn der jetzt nochmal? Bücherei? Nee. Ah da, Gemeinschaftsraum. Das ist ja eh. So, jetzt zeig mir an, wo. Glaub hier, oder? Jupp, da machen wir hier den Gemeinschaftsraum. Und auf der anderen Seite machen wir die Kapelle. Ganz einfach. Ja, der hat sich jetzt wieder vergiftet. Es ist wieder sehr lobenswert von dir, dass du das gemacht hast. Wir brauchen im Gemeinschaftsraum ein paar Fernseher. Wir brauchen ein paar Telefone. Was machen wir denn noch? Okay, zwei Billardtische können wir reinbauen. Von mir aus. Geld haben wir noch. Wir könnten sonst noch ein paar Anteile verkaufen von unserem Gefängnis. Wir können auch hier schon mal sagen, den Altar können wir stellen. Dann die Kirchenbänke. Machen wir so. Die Gebetsmatten, die können wir dann hier davor hinbauen. Auch so beim Eingang. Sieht sicher cool aus. Dann haben wir nämlich die Kirche fertig. Was fehlen uns dann noch im Aufenthaltsraum? Vielleicht ein paar Hanteln. Machen Sie gerne auch hier drinnen Radios. Wo waren die jetzt nochmal? Da sind sie. Radios. Die sind so zum Trainieren. Und dann werden wir hier noch ein paar Telefone hinbauen. Und dann ist das auch fertig. Gut. Alles klar. Wir haben den Hof, wir haben das, wir haben das.
Jetzt müssen wir dann hier auch noch ein bisschen umstrukturieren. Und zwar müssen wir hier einen Zaun bauen und hier einen Zaun bauen. Dann können wir diesen Zaun hier abreißen. Dann bauen wir hier eine Tür ein. Das wird nämlich unser Besucherraum, wo man halt dann seine geliebten Leute besuchen kann. Jetzt schaue ich mal. Schauen wir mal, wie wir das auch hier so machen können. Wäre natürlich toll. Vielleicht muss ich dann hier noch eine Wand einbauen. Und hier, damit sie da nicht raus können. Dann muss ich sagen, das ist ein Besucherraum. Aber der ist für die schweren Jungs. Naja. Der ist schon für die schweren Jungs. Bin gespannt, wie er jetzt den Raum abteilt, wenn das hier fertig ist. Dann nimmt das hier in der Mitte auch schon Fahrt an. Fahrt auf. Fahrt auf, ja. Dann sollten wir vielleicht auch noch eine Straße rüberziehen. Wäre wahrscheinlich nicht blöd. Dann wären die hier vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Und hier scheint auch so eine Hauptroute zu sein, so eine Hauptversorgungsroute. Warum fehlt der Strom? Weiß ich jetzt nicht. Zack. Ah, jetzt auf einmal nicht mehr. Oder doch, ne, passt schon. Jo, jetzt habe ich nochmal 6000 über. Die brauchen wir jetzt eigentlich für andere Sachen. So, da kann was nicht gebaut werden. Wo willst du hin? Keine Ahnung, da kann auch was nicht gebaut werden. Oh, yeah. Da gibt es Monsterprobleme jetzt. Ja, die können die Besuchertische nicht bauen. Warum auch immer. Wir werden die jetzt mal abreißen. Und dann werden wir die anders bauen. Ich habe mir halt gedacht, man kann hier so eine Nische bauen, wo dann die Leute rein können und dann so im Kreis, aber das geht irgendwie nicht. Jetzt bauen wir das Ganze mal ab. Wir werden auch die Wände wegreißen wieder. Zack, zack. Und dann versuchen wir es nochmal. Dann bekommen wir halt nur 4 Besucher rein. Was ja an und für sich nicht das Problem ist. Aber es ist halt, ja, nicht schön.
So. Wo ist der letzte? Hallo? Na, dann würde ich sagen, werden wir schon mal anfangen, ein paar rüber zu begleiten da. Weil dann sagen wir einfach mal Logistik, nein, Einsatz. Das ist der Hochsicherheitstrakt natürlich. Die lassen wir noch orange. Ja, dann machen wir einfach die schon mal alle orange. So, das bedeutet, die werden jetzt dann entweder da oben reingestopft oder schon hier rüber gebracht. Keinen Kantinenzugang, ja, das ist klar, weil ja, die teilen sich ja keine Kantine. Wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video. Tschüss!